86. Willkommen zu Teil 5 der Reihe Terme und Gleichungen. Wir rechnen in der heutigen Folge einige Beispielaufgaben dazu, wie wir einfache Gleichungen lösen können. Die erste Aufgabe soll also lauten, löse die Gleichung 2 plus x gleich 11. Wir haben hier eine Addition auf der linken Seite. Es wird nämlich 2 plus x addiert. Und wir wenden also die Umkehroperation an, nämlich die Subtraktion, weil wir erreichen wollen, dass das x alleine auf einer Seite steht. Also wir subtrahieren auf beiden Seiten der Gleichung 2. Wir haben also 2 plus x gleich 11, das ist die Ausgangsgleichung. Wir rechnen auf beiden Seiten minus 2. Wir haben gelernt, dass es erlaubt ist, auf beiden Seiten dieselbe Zahl zu addieren oder subtrahieren. Wir haben also 2 plus x minus 2, das ist 11 minus 2. Wir können das Kommutativgesetz anwenden. Das sagt, 2 plus x minus 2 ist dasselbe wie 2 minus 2 plus x. Und 2 minus 2 ist dann 0. Und wir haben 11 minus 2, das ist 9. X plus 0 ist x natürlich. Und dann kommt raus x gleich 9. Das ist die Lösung. Das kann man dann durch Einsetzen verifizieren. 2 plus 9 ist 11. Ein zweites Beispiel. Minus 5 plus x gleich minus 1. Hier liegt eine Subtraktion vor, denn wir können die linke Seite ja auch schreiben als x minus 5. Die Umkehrung der Subtraktion ist die Addition. Das heißt, wir addieren auf beiden Seiten der Gleichung 5 plus 5. Also minus 5 plus x gleich minus 1 ist die Ausgangsgleichung. Wir addieren auf der linken Seite 5 und auf der rechten auch. Dann heben sich wieder diese 5 gegen diese 5. Also die minus 5 gegen die 5 weg, das ist 0. Und rechts haben wir minus 1 plus 5, das ist 4. Und damit haben wir als Ergebnis x minus 4. Wir können das nochmal wieder einsetzen. Minus 5 plus 4 ist minus 1. Nun ein Beispiel mit einer Division, nämlich x durch minus 2 soll 3 sein. Es liegt eine Division vor. Die Umkehroperation der Division ist die Multiplikation. Und das heißt, wir multiplizieren beide Seiten der Gleichung mit minus 2. Wir dürfen Gleichungen auch mit Zahlen multiplizieren, außer 0. Eine Gleichung mit 0 zu multiplizieren verändert die Aussage der Gleichung, das ist also nicht erlaubt. Aber mit einer Zahl ungleich 0 dürfen wir multiplizieren. Und wir haben die Ausgangsgleichung x durch minus 2 ist 3, auf beiden Seiten mal minus 2. Dann haben wir das hier etwas umsortiert. Nee, haben wir nicht, Entschuldigung. X durch minus 2 mal minus 2. Und rechts 3 mal minus 2. 3 mal minus 2 ist minus 6, das ist die rechte Seite. Und wir haben hier Klammern gesetzt. Wir können hier Klammern setzen. Das ist das Assoziativgesetz. Und wir haben dann minus 2 durch minus 2, das ist 1. X mal 1 ist x. Und dann haben wir als Ergebnis x gleich minus 6. Das ist die Lösung. Auch das kann man wieder einsetzen. Minus 6 durch minus 2, dann kürzen sich die Minuszeichen. Und 6 durch 2 ist 3. Und als letztes Beispiel dieser Folge, 3 mal x gleich 15. Da liegt eine Multiplikation vor, nämlich hier. Und wir wenden die Umkehroperation an die Division. Wir dürfen auch Gleichungen dividieren durch beliebige Zahlen, außer durch 0 natürlich. Durch 0 darf man nicht teilen, bekanntlich. Aber wir teilen in dem Fall durch 3. Denn es wird ja hier mit 3 multipliziert. Wir haben also die Ausgangsgleichung 3 mal x gleich 15 und dividieren auf beiden Seiten durch 3. Dann haben wir 3 mal x durch 3 und rechts 15 durch 3. 15 durch 3 ist 5. Und wir können hier das Ganze vertauschen. 3 mal x ist dasselbe wie x mal 3. Das ist das Kommutativgesetz. Und dann können wir noch Klammern setzen. X mal 3 durch 3. Da können wir Klammern um 3 durch 3 setzen. Das ist das Assoziativgesetz. Und dann ist 3 durch 3 natürlich 1. Genau deshalb haben wir ja durch die 3 geteilt. Und wir haben dann links also x mal 1 und das ist x. Und rechts hatten wir ja die 5 rausbekommen. Und das bedeutet x gleich 5 ist die Lösung. 3 mal 5 ist 15. Wir haben also einige Beispielaufgaben gesehen, wie man einfache Gleichungen lösen kann durch die jeweilige Umkehroperation. Und in der nächsten Folge werden wir zur Vertiefung noch ein paar weitere Beispiele dazu rechnen. Vielen Dank.